Trenti in Berlin. TTB BR 48-05 Lastenregler. Hallo Kollege, es ist ein typischer Herbsttag. Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher zum Ende zu. Während die Temperaturen noch an den Sommer erinnern, färbt sich die Bäume langsam bunt und der Himmel weiß doch nicht so recht, wie er am besten in den Wintermodus wechselt. So erwarten wir heute eine insgesamt heiteren bis wölkigen Tag mit einigen kurzen Schauern. Es kann also in Kombination mit dem Laub auch mal etwas rutschig werden auf den Gleisen. Ihr Arbeitsgerät, der bunt beklebte Viertelzug 470 der Baureihe 481, weiß dagegen ganz genau, welche Jahreszeit vorherrscht. Sein Antriebssteuergerät hat bei der letzten Fahrt den Geist aufgegeben. Im Winterhalbjahr kann so etwas schon mal vorkommen. Die Saison der Lastenregler scheint aktuell als zu beginnen. Für Auswärtige den Spitznamen Lastenregler aus dem Flugwesen entlehnt, beschreibt Viertelzüge der Berliner S-Bahn, die ohne eigenen Antrieb mitgeschleppt werden. Ursprünglich im Mangelzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, wird er auch heute noch von Eisenbahner für ausgefallene Einheiten verwendet. In ihrem Viertelzug ist der Antrieb ausgefallen. Das bedeutet, ihr verstärkter Halbzug verfügt aktuell noch über die Hälfte der Antriebsleistung. Fahrbar bleibt der Zug dennoch. Allerdings werden sie bis Lichterfeld Süd ein paar Minuten Verspätung reinfahren. Auf der S25 macht sich derlei Problemchen schnell bemerkbar. Die Betriebszentrale ist bereits informiert. Man hat versprochen, für Aushilfe zu sorgen. Mit ihrem Halbzug geht es mit dem aufgerüsteten Zug nun nach Süden. Fahren Sie diesen Verstärker der Zielgruppe Vampir vom Potsdamer Platz bis Lichtenfeld Süd. Der Zug soll dann in Lichtenfeld Süd ausgesetzt und dann noch in die Abstellanlage gebracht werden. Der Zug ist bereits aufgerüstet. Schließen Sie lediglich den Fahrschalter auf, lösen Sie die Federspeicherbremse, geben Sie die Übersdaten ein und dann los. Ach ja, und nicht zu vergessen, Ihr Fahrgastraum das Licht einzuschalten. IBIS-Daten, Linie Nummer 25, Umlauf 8, Zielcode 85, Lichtenfelder Süd, oder Lichtenfeld Süd, Startcode 74, Potsdamer Platz. Damit, moin und hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Zienkos mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück. Ja, im Transamotor Classic, und zwar befinden wir uns heute auf der Berliner S-Bahn, Linie S25, Teltow, Potsdamer Platz. Genau, ja, wir fahren heute mit der Baureihe 481 mit der Berliner S-Bahn in der Werbung Donut. Die Aufgabe Lastenregler, wo eine Antriebsleistung einfach mal kaputt gegangen ist, passiert halt, ne? Ja, wir starten hier vom Potsdamer Platz in der Abstellanlage, fahren dann erstmal zum Potsdamer Platz und dann geht die Fahrt dann erstmal weiter bis Lichterfelde Süd. Genau. So, und ich würde sagen, ich habe genug gequatscht. Ich wollte mich mal entschuldigen für meine schlechten Lesekenntnisse. Aber ist egal. So, wir schließen und holen erstmal hinten aus dem Rucksack den Schlüssel. Schließen dann unser Fahrpult mal auf. So, tun dann die Federspeicherbremse erstmal lösen und tun den Rest dann erstmal einschalten. Wie die Instrumentbeleuchtung, zack, und dann werden wir nochmal die Fahrgastraumbeleuchtung einschalten und die Zugspitzensignale. So. Genau, weiß, bla bla, das passt alles. So, und dann gehen wir unsere IBIS-Daten erstmal ein. Und zwar die Linie
25. Eingabe. Umlauf etwa 8. Eingabe. Ziel ist die 85. Und dann haben wir als Startcode die 74. Passt mal Platz. Drücken I bis Start. Und nächste Station geht los. Potsdamer Platz. So. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Sehr schön. So, soweit sind wir aufgerüstet. Sollte eigentlich alles passen. Und ja, Sifa ist eigentlich auch mit dazu geschaltet. Und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal vor bis zum Potsdamer Platz. Laden da erstmal die ganzen Fahrgäste ein. Und wir merken, oder ich merke es auch schon, ja, es geht schleppend voran. Wirklich schleppend. Ich drücke hier Vollgas, ja. Und wir schleichen förmlich beim Anfahren. Genau, ja, sind hier unterwegs mit der Donut-Lackierung. Ja, erstmal in Berlin. Eigentlich sollten die Lichter jetzt hier an sein, die im Führer, im Fahrgastraum. Sieht mir allerdings ein bisschen alles ein bisschen dunkel aus, aber naja, gut. Dann ist es halt so. So, kommt dann noch fleißig die ganzen Gegenzüge rein hier. Wunderbar. So, fahren erstmal vor. Stehen auch schon die ganzen Leute. Sehr schön. So soll es sein. So. Das Bremsen wird ohne Katastrophe. Bin hier schon zwei Bahnhöfe angefahren. So Probe halber, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist schon interessant, sagen wir es mal so. Ausstieg rechts. So, machen wir die Türen auf. Genau. So, sind sie auf. Unsere Leutchen steigen ein und aus. Hier hinten ist noch eine Originallackierung der Berliner S-Bahn. Genau. So. Und ja. Geht es dann ja, bis nach Teltowstadt. Soll man Fahrgäste abholen? Okay. Warte, ich weiß eigentlich nur bis Lichterfelde Süd. Naja, gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, wir warten jetzt erstmal ab. Abfahrt ist dann 9.17 Uhr. Wir sind auch im frühen Morgen unterwegs. Haben wir auch gescheint schönes Wetter, wie es man das schon so schön in der ja, Beschreibung lesen konnte. Ja. Okay, einmal spaßeshalber hier auch die Tür aufmachen. Ah, finde ich immer cool. Sehr schön. Ja, die Spiegel klappen auch ein und aus. Dient zur Zugabfertigung. Wenn man die manuell machen muss, also wir. Ja. So sieht's aus. Aber eigentlich müssten wir hier Abfertigung paar Bahnsteig auf. Durch Funk. Eigentlich. Aber naja. So. Gut, wir machen die Türen zu. Haken haben wir bekommen. So, Türen gehen zu und dann dürfen wir dann auch weiterfahren mit 40. So, ich hoffe, die Ansagen funktionieren jetzt, aber eigentlich ja, sollte es funktionieren. So, ja, Sifa meldet sich auch. Wir stehen mit Leertaste. Ist aber sehr hartnäckig. So, schauen wir mal, ob das funktioniert hier mit den Ansagen. So, wir Sperrsignal müssen wir rollen lassen, wegen der Weiche hier. Und dann dürfen wir hier dann wieder beschleunigen. So. Ja, vorgegebene Zeit haben wir nicht. Sind sowieso nur mit der halben Leistung unterwegs, also von Dinger. Ja, ist es halt so. Nächste so. Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. So, gut, würde ich ansagen, das klappt ja schon mal ganz gut hier. Sehr schön. Freut mich. So. Gut, dann sind wir hier am Anhalter Bahnhof. Genau, geht erstmal hier durch den City-Tunnel durch. Und dann ist wohl auch der letzte Bahnhof hier im Tunnel, dann geht es auch schon wieder hoch. Bremsweg wirklich schlimm. Schlimm. Ausstieg rechts. So.
Also wir stehen an der Harttafel, allerdings kann ich das Signal hier nicht mehr einsehen. Ist natürlich dann ein bisschen blöd. A little bit. Wegen der Abfertigung, weil die haben wir ja auch wieder hier rüber. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Naja, warten wir da, bis es hier abgelaufen ist und dann geht's los. So, wie jetzt, haken wir mal hoch. Genau, machen die Tür zu. So, Türen sind zu. Und dann geht es auch schon wieder weiter. So. Schön. Ja, wohl sich auch gewünscht, dass wir mal wieder öfters, also dass wir mal wieder Berlin S-Bahn fahren. Aber ich hatte mal Lust gehabt, hier mit den neueren Fahrzeugen zu fahren, mit der Baureihe 481. Gibt ja auch ja, andere Fahrzeuge. Ja, was auch ein älteres Modell ist, war auch schon gefahren. Ist zwar schon eine Weile her, aber ja, sind wir zumindest auch schon mal gefahren. Genau, aber ihr könnt natürlich auch mal wieder mit den alten Fahrzeugen fahren. Ja, genau. So. Dürfen wir nämlich gleich auf 60 bestellen. Gibt es nämlich auch noch eine Strecke hier bis nach Hellingsdorf. Von Teltow bis nach Hellingsdorf, die Strecke. Ist aber auch schon abgefahren, allerdings ist es jetzt hier nur die Strecke von Teltow bis Potsdamer Platz. So, hier sind 50. So. Ja, also mit den Bremsen ist Vollkatastrophe. Ich bin mal gespannt, wie viele Bahnhöfe wir oder wie viele Bahnhöfe ich verfehlen werde. Mal schauen. Wird bestimmt lustig. Bin ich mir sicher. So. Ja, holen Sie Fahrgäste. Machen wir. So, so gegensteuern hier. So einen Berg hochkommen. Nächste Station: Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Sehr schön. Ah, schön mit den Ansagen hier. So, machen wir mal Gegenzug. Moin. S-Bahn. So. Okay, okay. So. Halt mal das Bett in Harttafel. Dann sollte das eigentlich alles funktionieren. So. Genau, wichtig zu beachten ist, wenn ihr die Türen aufmacht. Könnt ihr hier manuell drücken, ne, links, ihr müsst aber Taste T noch dazu drücken, dass das dann anerkannt wird, dass ihr dann, ja, die Haltestelle angefahren seid, hinterher. So, ja genau, wir fahren noch über Berlin-Südkreuz, dann weiter über Berlin-Priesterweg, Berlin-Südende, Langwitz, Lichterfelde-Ost, Ostdorfer Straße, Lichterfelde-Süd bis nach Teltow-Start. Genau, dann sind wir auf Fahrgäste. Holen Sie Fahrgäste. Na, Kinder. So, Tür zu. Das funktioniert nicht so richtig. Zugvektor nach Lichterfelde Süd. Achso, ah, okay. So. Zugvektor nach Lichterfelde Süd. Abfahren. Jo. Bis dann. Fahren wir ab hier. Na gut, hier war wieder per Funk. Die könnt ihr auch, wenn ihr FC drückt, das einsehen hier. Hier per Funk, hier haben wir ZAT, das ist Selbstabfertigung durch Triebfahrzeugführer. Okay. So, fängt auch an zu regnen. Ah, was für ein schöner, für eine schöne Scheiße. So. Okay, okay. So, dürfen wir Beschleunigung 100. Haben wir eh nicht schaffen. Vor allem 3 Kilometer vorher abbremsen. Das war hier nicht der Fall, also, Südkreuz, mein Gott. Nicht rüberschießen. Ah, hier, schön, Regionalbahn, die uns hier geholt. Sehr schön. Sehr schön.
mal Gegenzug hier, S-Bahn, viel Verkehr hier. Nächste Station. Macht doch mal wieder Spaß hier. Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. So. Wunderbar. Na, ich versuche mal dann so mit 40 in den Bahnhof reinzufahren. Ich denke mal, war gar keine schlechte Idee. Genau. Das ist ein Kran, aber nee, eine Antenne. Ja, sie fahren. Mein Gott. Ah, sehr hartnäckig zu, mit der Bestätigung. So, hier ist die Selbstabfertigung. Und dann werden wir das auch machen. So, der Eisenbahn steht auch schon hier. So, ein Stückchen noch. Das Schöne ist, du kannst jetzt wenigstens ja, auf die Störung des Triebwagens schieben. Da bin ich alle Tage vor. Ausstieg links. So. Und vorgegebene Zeit haben wir auch nicht. Also heute können wir es mal ausnutzen. Ich glaube, so war geplant, halbe Stunde die Aufgabe. Laut Beschreibung. Aber naja. Ich denke nicht, dass wir das in einer halben Stunde schaffen. Bin ich mir sicher. So. Ach, schön, wie der Regen hier verläuft. Schön. Verspätet, bla bla bla. Ja, ja. So. Alles klar. So. Gut, dann geht's weiter. Oh, Priesterwitz. Priesterweg. Nicht Priesterwitz, Priesterweg. Priesterwitz ist in, na, in Sachsen. So, Scheinwischer können wir wieder anmachen. So, dann geht's weiter. So, dürfen wir erstmal wieder mit 100 weiterfahren. So, hier der fährt Richtung Wittenberger. Nee, Lutherstadt Wittenberg, so rum. So, 80 Ankündigung. Hier ist jetzt der Hauptsignal. Eigentlich da kommt, ja, das ist 80, zum Dumpingangriff 60. Naja, sehr schön. Sehr schön. So, Gegenzug hier. Wollen wir was los hier? Ansagen bei Uni sprechen, das wird der hier übernommen. Vom Computer. So, wollen wir mal runter auf die 60. Nächste Station, Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Ist auch echt krass, wie viele S-Bahn-Linien es einfach in Berlin gibt, ne? Also es ist zig S-Bahn-Linien. Letztens bin ich auch erst wieder die S9 abgefahren von Berlin Spandau bis Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 1 und 2. Man müsste, glaube ich, die ersten 9 gewesen sein, die auch über Olympiastadion und so fährt, auch wieder am Hauptbahnhof dran vorbei, Warschauer Straße und so weiter und so fort. Genau. Genau. Tür auf. Genau, da gibt es ja noch eine Linie,
die ja von Spandau bis nach, muss ich überlegen, wie hieß es, bis nach Erkner verkehrt. Allerdings bin ich die nur abgefahren von Erkner aus bis Berlin Hauptbahnhof. Genau, weiter bin ich dort noch nicht gekommen. Ich tue ja auch mal sehr gerne Kenntnisse sammeln über die verschiedensten S-Bahn-Linien. Und fahre die natürlich auch gerne ab. So, genau. Der grüne Strich bedeutet, wir haben Abfahrt. Das ist ja wieder die Abfertigung. Mal kurz gucken, wie hieß es. Abfertigung nach Signal. PZ9, PZ10. Gut. So, na dann, Ausfahrt mit 90. Südende. Fahrgäste, hier oben, Fahrgäste. Ich trigger das ein bisschen, holen sie Fahrgäste in Teltowstadt. Naja. So ist es. So, schauen wir mal in der S-Bahn. Raus. So. Klingt hier. Ankündigung 60, Ausfahrt, gut. Oh, hier zweigt, glaube ich, den S2, glaube ich, ab. Und hier verkehrt die Regionalbahnlinie und die, ja, oder die Züge, nicht nur von Regional, sondern auch die Fernzüge. Nächste Station, Südende. Alle dann in Richtung, Lutherstadt-Wittenberg. Wo man das City mit IC-Steuerwagen. Sehr schön, moin. 101er hinten dran. Auch Werbelok. Sehr schön. Verlinke euch natürlich die Strecke euch unten auch in der Videobeschreibung. Dort habt ihr dann auch das Fahrzeug mit der Lackierung und natürlich auch die ganzen Aufgaben. Oder die Aufgabe ist dann natürlich auch mit dabei. So. Kriegt ihr aber, glaube ich, allerdings nur im TTB-Shop, wenn mich nicht alles täuscht, zu kaufen. So. Ausstieg links. So, haben wir hier ZAT. Das war die Selbstabfertigung. Okay, und was stand unten noch? Achso, okay. Von Start. Achso, da müssen wir dann nochmal uns ummelden in Lichtenfeld. Okay. Genau, also wie gesagt, kann ich immer empfehlen, schaut gerne hier immer über die FC-Taste rein. Dort kriegt er wirklich dann immer die Information. Müssen wir uns nämlich nochmal ummelden. So, Verspätung beträgt 2 Minuten 33, das ist ja wunderbar. Wird auch noch ordentlich was dazukommen, bin ich mir sicher. So, na dann, geht's nach Langwitz. Ich glaube, das ist, glaube ich, nur eingleisig jetzt recht die Strecke. Langwitz hat auch nur einen Bahnsteig, wenn mich alles täuscht. Aber er müsste eigentlich dann schon, ja, Lichterfeld Ost kommen. Genau, Ostdorfer Straße, Lichterfeld Süd. Genau. So, Auffahrt mit 60. Mal Weiterfahrt mit 60. Genau, eingleisig. Sehr schön, das wusste ich noch. Den Abschnitt kann ich auch ganz gut hier. Sind wir ja schon das öfteren Mal mit der Regionalbahn gefahren, beziehungsweise auch mit dem Fernzügen. ICE1, ICE4 war von 3D-Zug, ICE2 von Dovetail Games oder der City von VR. Genau. So ist es. So, Ausfahrtssignal wieder 60, dann wird es wieder zweigleisig. Nächste Station, Langwitz. Ausstieg rechts. Das weiß ich nämlich noch. So. Halten Sie mal. So. Und eine Eibahn hier uns entgegen. Sehr schön. Wieder Zugabfertigung, die wir selber durchführen müssen.
aufgehört zu regnen. Sehr schön. So, Zug, stehen bleiben. Aha, sehr schön. Ausstieg. Sehr schön. Ja, hier in der Berliner S-Bahn, ich weiß nicht, ob das umgesetzt ist. Das sind diese Siebrebschuhe. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Bahnsteig überfahren würden, würde ja, der zusammengehen und uns zwangsbremsen. Genau. Muss man ein bisschen aufpassen, Ben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt hier umgesetzt wurde im Train Simulator. Das weiß ich jetzt nicht. Aber in Realität ist das wirklich so, wenn der Zug da rüberfährt. Ja. Und das EVIS-System geht an, hier ist halt, ne, bremst er uns. So. So sieht's aus. So. Und hinzu. So. So. Und weiterfahrt mit 60. Auf dem Hauptsignal. So. Ich finde es richtig schön, wie hier so der Regen verläuft und so. Ah, sieht schon echt alles sehr gut aus. Und mit einem der schönsten Strecken hier. Und wir bekommen ja auch noch, also das ist zumindest eine Entwicklung, ich vermute auch, dass wir es dieses Jahr noch bekommen werden, noch eine weitere deutsche S-Bahn-Strecke in Berlin, und zwar die Ringbahn in Berlin. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß jetzt allerdings nicht ganz genau, es gibt nämlich zwei Ringbahnstrecken in Berlin. Station, Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Genau. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die verläuft. Also im Hauptbahnhof nicht, das weiß ich. Genau, aber da brauche ich ja nur im Internet gucken, kriegt man ja, oder kann man ja dann auch die Fahrpläne gut einsehen. Genau, so, Lichterfeld Ost, besteht Anschluss an der Regionalbahn, hier. Genau, das war ja auch schon gehalten. Der Regionalbahn ist mal schon eine Weile her, aber sind wir. So. Alles klärchen. So. Bremsen wir schön. So. Genau, hier haben wir wieder die Signalabfertigung. So, eigentlich hätten wir jetzt hier vorne an der Harttafel halten können, aber naja. Egal. So. Ausstieg links. Schön. Aber es klappt ja. Läuft. So. Ja, ist ein bisschen ungewohnt. Kenne das Fahrzeug irgendwie, habe ich das anders in Erinnerung, aber durch unseren Antriebsschaden, den wir hier vorne haben, oder Antriebsausfall, ist das natürlich dann alles auch ein bisschen belastend. So, kannst du ja mal kurz rüber gucken. Genau, hier ist dann nämlich der Bahnsteig in Richtung Ludwigsfelde auch. Und hier dann in Richtung Berlin Hauptbahn. So. Gut, Hörnchen zu. So, dann geht's los zur Ostdorfer Straße. Genau. So, was hat mit 70? Weil der Vater mit 100. So, alles sehr schön grün hier gewesen. Wolken sehen auch ganz interessant aus. Naja, so ist es. So, genau, hier vorne haben wir auch keinen Sound, wir haben hier nur hinten Sound. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Hier vorne werden nur mitgeschoben. Genau. Also dementsprechend müsst ihr euch vorstellen, dass hier unsere Antriebsachsen hier ja, nicht beschleunigen und auch nicht bremsen, sondern nur hinten. Deswegen hier hinten ist auch der schöne Sound, der typische S-Bahn-Sound. Und hier vorne nämlich nicht. So, hier gibt es auch eine Innensicht. Ja, Innensicht gibt es auch. Ah, sehr schön. Original. Berliner S-Bahn hier. Ah, schön. Nächste Station. Ostdorfer Straße. So. So muss es. So muss es. So. Genau. Und das ist ja auch ein neues S-Bahn-Fahrzeug in Entwicklung, und zwar die 480. Der genannte Toaster.
Ja, bin ich auch sehr drauf gespannt, freue mich schon mega drauf, das Fahrzeug. Vermute mal, es wird dann mitgeliefert, mit auf der Ringbahn. Ja, im Railsims Forum könnt ihr euch natürlich dazu auch, ja, euch gerne belesen. Genau. Da werden auch immer wieder ja, Updates gegeben, regelmäßig. Ja, vom Stand der Entwicklung und so weiter und so fort. So. Okidoki. Aussteigen. So. Türen auf. Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Hindenburger Hau, Häuser. Hindenburghauser Straße. Okay. Das ist der Ausgang. So sieht's aus. So sieht's aus. So, den können wir schließen. Und da vorne hier diesen Strich und den hinzu sind, springt das gleich um auf grün. Genau, für Abfahrt. So, Endstation. Lichterfelde Süd. So. Jo. So, Info von der Dispo. Ein Ersatz für den Zug ist organisiert. Der Zugtausch soll in Gesundbrunn stattfinden. Deshalb tauschen Sie in blablabla bla bla mit der Kollegen der Zielgruppe. Spenkt ab. Nächste Fälle Südzielgruppe Viktor ein. Bis fahren Sie bis heute. Ja, stimmt. Super. So schnell konnte ich nicht lesen. So schnell konnte ich nicht lesen. Na egal. Also, wir halten. Tun unsere Umlaufnummer hier ändern im Iris. Und dann. Ja. Nächste Station, Schleppen. Lichterfelde Süd. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. So, naja dann. Wir haben es ja hoffentlich und sicherlich hinbekommen hier. So. Gut. Super. Ah ja, lappt er wieder in der Spätung. So. Oh, quietscht doch schön. Schön. So. Aufstieg links. Gut, so, dann können wir hier das IWIS stoppen und werden dann mal eine neue Liniennummer eingeben. So, dann muss ich das erstmal hier so alles hinbekommen, dass ich auch was sehe. So, und zwar auf der Liniennummer 25 wieder. Dann haben wir Umlauf 2. Eingabe, Zielcode haben wir die 84. Und Startcode haben wir die 85. So. Und Startansage machen. Nächste Station, Lichterfelde Süd. So. Ja, Abfertigung. Ja, gut. Sollte passen. So, jetzt keine Abfertigung, aber ja. Signal. Ja. Ist nicht. Ist nicht so schlimm. So. Jetzt müsste es eigentlich umgeändert sein nach Tettostadt S25. Genau. So. Wunderbar. Dann geht's weiter. Fahren wir jetzt den Zug bis nach Tettostadt. Und dann ist Feierabend für heute. So. Wirklich Schwersignal. Stromschienen ist zu Ende. Müssen wir einmal den Fahrschalter auf neutral stellen. So. Und dann dürfen wir wieder beschleunigen. So, nur ein paar Abstellanlagen. So, ja, wir zweigen jetzt hier rechts ab nach Tettostadt. Und geradeaus weiter, ja, kommt der nächste halt dann Tetto, wo dann auch die Regionalbahn hält. Ist gar nicht so weit weg, aber wir, ja, biegen halt hier rechts ab.
So, nochmal richtig Gas hier. So. Der Sperrsignal wieder. So. Eigentlich müsste jetzt eigentlich wieder ein Schild kommen, ja, wo angedeutet ist, dass wir wieder Gas geben dürfen. Die machen es jetzt einfach mal jetzt. Genau. So. Und dann geht es erstmal eingleisig hier 10 Kilometer entlang bis nach Teltowstadt. Ja, ja, ja. So. Vorne blinkt das Vorsignal. Ankündigung für 40. Dann können wir schon mal bremsen. So. Sie fand ich vergessen. Ganz wichtig. Nächste Station, Teltow Stadt. Endstation, bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. So, schön. Sehr schön. So, wetschen wir uns, cruisen wir hier lang mit 40. Ich hoffe, die Weiche ist gestellt. Sonst haben wir ein Problem. Aber sollte gestellt sein. So. Naja. Schauen wir mal. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Weiche ist gestellt. So, wieder das Sperrsignal. Hier haben wir dann, ne? Wieder ein Symbol, wo wir dann wieder beschleunigen dürfen. Sehr schön. Dürften eigentlich dann jetzt wieder beschleunigen. So. Sehr schön. So. Gut. Bremsen wir. Quietscht da wieder schön. So. Links. Wunderbar. So, können wir die Federsprecherbremse mal einmachen. So. Und dann die Signallichter. Können wir ja, ausmachen. So. Nee. So, gut, weiß eigentlich nur. So. Na. Wo sind die? Naja, es waren schwere Bedingungen in Teltowstadt mit 4 Minuten Verspätung angekommen. Ja, gut gemacht. Es war sicher nicht einfach, aber sie sind trotz der Einschränkungen in Teltow angekommen. Während der nächsten Fahrt wird der Zug dann ausgetauscht werden, bis bla bla bla, dies, das und jenes. Ja, haben wir es jetzt geschafft oder was? Haken, Haken, Haken. So, gut gemacht, wir haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, das ist doch schön zu lesen. Freunde, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Gerne auch natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren, um ja, zukünftig keine weiteren Videos mehr hier von mir zu verpassen. Ja, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Link. Findet ihr einen Link einmal zu meinem Instagram-Account. Schaut doch ja, gerne vorbei. Dort bin ich sehr aktiv und informiere euch immer auch darüber, wenn ein neues Video online ist oder wenn wir mal einen Livestream haben oder wenn ich mal einen Livestream mache, sagen wir es mal so. Ja, Discord-Server ist natürlich auch verlinkt, sowie auch hier das Spiel und die Strecke, wo das Fahrzeug mit der Lackierung und auch die Aufgabe mit dabei ist. Ja, Freunde, damit verabschiede ich mich, wünsche euch allzeit gute Fahrt hier, euch hier im Train Simulator Classic. Bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Jenko, euer Schulz von den Jenkos. Bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao.